Da draußen sind noch zwei Kuleks, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Noch zwei Kuleks. Haben wir denn hier unten noch welche? Scheinbar nicht. Hier ist noch so ein Ding. Die Frage ist, wo sind die zwei Kuleks? Das waren nicht die, die wir geholt haben, oder? Naja, wir versuchen es mal mit dem Wirbelstrom hier zuerst. Ne, dann landen wir hier oben. So. Nee. Und da kommen wir her, da können die nicht sein. Dann gucken wir mal hier in der Höhle. Das würde der letzte Ort sein, der mir einfällt. Welch Licht bricht da aus jenem Fenster? Das Fenster da oben, Dummkopf! Der Professor sagte, er arbeitet daran, dass ich wieder mit Julia zusammenkomme. Aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Den Professor suchen. Damit Gefreiter Romeo wieder mit seiner Julia zusammenkommen kann. Für diese Liebesgeschichte werden wir natürlich alles tun, was in unserer Macht steht und sofort in einen Abgrund fallen, um dort das Geld zu holen. Denn auch, denn nicht kein, bitte beliebige Wörter einfügen. Ah, da ist ein Kulek. Abgrund ist uns zu tief, um hineinzuspringen für Geld. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema Geldgier habe ich heute auch so ein wenig gefressen. Ich weiß nicht genau warum. Aber ist ja auch eigentlich egal. Das könnte ich natürlich jetzt auch noch ansprechen, wenn ich das wollen würde. Aber ich glaube, das würde nur ein allgemeines Statement dazu werden, dass die Welt immer geldgieriger wird. Und das doof ist. Ne? So alte Werte, sage ich mal, sind nicht mehr ganz so beliebt. Aber das Thema will ich jetzt erstmal lassen, denn wir müssen jetzt erstmal mit dem Professor quatschen. Spyro, mein Junge, ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne, einen Samen für dich. Ah, hier ist er. Pflanz ihn mal ein und sieh, was daraus wächst. Wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst, kannst du den Samen leichter platzieren. Oh, wenn du den Samen wieder haben willst, fackelt die Pflanze ab und sie wird wieder zum Samen. Samen pflanzen, um zu Julia zu gelangen. Das bedeutet... Jo. Okay, das kann ich nicht so gut wie du. Wir hauen jetzt hier einen Samen in die Erde. Flupp, das bringt uns nichts. Schade. So. Ich habe doch eben schon etwas gesehen, was uns da helfen kann. Oh nein, hier war es noch nicht. Denn wir werden wahrscheinlich etwas mehr brauchen als einen Samen. Daher würde ich gerne den Samen hier platzieren. Und über diese Plattform einen Edelstein einsammeln. Wie viel brauchen wir noch? 15. Und diesen Samen mitnehmen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Samen benötigen wir? Wie kommen wir an mehr Samen dran? Oh, Moment. Da ist irgendwas. Da ist Julia. Den brauchen wir wahrscheinlich nur für Julia. Den einen hier und den... haben wir gerade. Moment, komplette Orientierungslosigkeit. Also wenn jemand mal einen Tipp hat, was man dagegen tun kann, dass man so komplett verpeilt, verplant und doof ist beim Spielen und Aufnehmen, könnt ihr mir das auch gerne mal mitteilen. Denn ich fühle mich ab und an echt dämlich. So, Moment, da oben sieht's noch gut aus. Ich werde den erstmal da hinten platzieren. Jawohl, hier kommen wir nämlich drauf. Dann können wir nämlich gleich hier oben drauf und den nächsten Samen holen.
Dafür müssen wir erstmal den alten noch abdingsen hier. So. Ach, der hier unten ist der natürlich völlig falsch. Der muss nach oben. Aber wir machen zuerst mit den Samen fertig und nehmen dann die Kulex mit. So. Also, ich gehe davon aus, dass wir einen dritten Samen bekommen werden. Und zwar hier. So, dann hauen wir den doch schon mal da in die Erde. Schade, der lässt sich auch nicht austricksen. Aber da ist auch der Samen, von dem ich sprach. Jawohl. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ach, da oben ist noch einer. Das ist natürlich dann sehr gut. Dann hauen wir den nämlich noch da rein. Und dann können wir hier den vierten holen. Und mit vieren müssten wir an Julia drankommen. Denn, hoppla, hopp. Da war noch einer. Habt ihr das gesehen? Moment. Ist da oben schon Julia? Nein. Aber das wird eine hohe Bohne. Dann können wir dann doch wahrscheinlich... Okay, das kann natürlich auch sein. Also, meine Vermutung ist, wir werden jetzt hier lang müssen, dann da hoch. Und da oben habe ich, glaube ich, auch einen weiteren Samen gesehen. Diesen müssen wir dann von hier oben am besten platzieren und dann kommen wir darüber. Ich werde zuerst jetzt hier attackieren, und zwar ihn hier. Und dann noch schnell springen und zur Seite. Denn der ist ja ein bisschen dämlich und macht es immer nur gerade. So, dann haben wir das auch. Da oben liegen noch Edelsteine. Und dann platzieren wir das Ding jetzt da. Und jawohl, ja, das hat funktioniert. Dann können wir jetzt hier rauf. Und darüber. Dann können wir uns die Edelsteine holen. Das ist sehr schön. Huppala. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch zwei Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier mit, wenn du nichts dagegen hast. Das flog in meiner Tasche herum. Ah, dann kriegen wir also noch... Dann gibt es hier vier Kugeln. Habe ich das... Ich habe jetzt im Menü nicht drauf geachtet. Jawohl, zwei davon haben wir schon. Nämlich hier ist die erste Stufe der Aufgabe. So, dann wollen wir doch direkt hier einen... Ha, er hat sich austricksen lassen. Sehr schön. Leider hat mir das nichts gebracht, da ich auch so hier hochgekommen wäre. Wobei natürlich jetzt die Frage ist, was mache ich mit dem zweiten Ding? Wahrscheinlich muss ich den dann von da oben platzieren. Ach, Moment. So, einmal den da hochschmeißen. Mist, geht noch nicht. Denn ich glaube, ich muss erstmal die Pflanze wieder abfackeln. Ah, der hat sich erniedrigt hier. Ah ja, okay, gut. Also so war es ursprünglich gedacht. Wir nehmen den Samen mit. Beide Samen mit. Gehen nach hier drüben. Platzieren den einen Samen dort. Deswegen sind auch die der Einflussbereich so groß. Das heißt, wir haben ein recht großes Ziel, damit es eben auch machbar ist. Dann gleiten wir hier rüber und dahin, um dieses unüberwindbare Hindernis ebenfalls mit Hilfe einer Bohne zu überwinden. Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Oh! Da ist Romeo. Du kannst das hier haben. Ich brauche es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es nur mich jetzt verstört hat, dass es eine Männerstimme war. Weil, also Julia ist für mich eigentlich ein weiblicher Name. Naja. War ein wenig merkwürdig. Aber gut. Mir soll's ja egal sein.
Wobei auch hier schön das wirklich umgesetzt ist mit den... Oder das passt auch sehr gut, finde ich, hier dieser Romeo und Julia Mythos. Weil es ja wirklich um zwei verfeindete Lager geht. In dem Fall war Julia halt jetzt das Vögelein. Und die mögen ja keine Vögelein. Die anderen eigentlich. Und deswegen passte das doch ganz gut. So, jetzt du komischer Ottifant. War ich leider zu blöd. Denn das, genau das weiß ich mich auch noch. Man muss hier die Dinger, diese Kuhlex, hier oben hin dingsen. Na komm. Ja, so, dann läufst du bitte noch ein Stückchen. Genau, bis er da steht und dann können wir die mit einem gezielten Flupp darüber bringen. Und jetzt hoffen wir nur, dass der da nicht wieder runterläuft. Aber ich glaube, das ist so programmiert worden, dass das nicht so ist. Und dann können wir den anderen holen und dann erledigen wir auch noch die Aufgabe. Und dann sind wir auch mit Name des Levels Zephyr einfügen. Genau. Dann sind wir auch damit durch. Ich habe auch gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, weil es wirklich schon, wie gesagt, eine Weile her ist, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, was danach noch kommt, was uns noch fehlt. Ich glaube zwei... Nein! Trottel. Mist. Zwei Ringe warten noch auf uns. Also nicht Eheringe, sondern... ja, Schenkelklopfer, ich weiß. Ozeanring und sowas. Diese Flugdinger da, diese, ne? Meine Lieblingslevel, sagen wir so. Die warten noch auf uns. Na komm schon. Aber das, weiß ich nicht, ob wir das als nächstes schon machen. Flupp. Jawohl, ja. Jetzt nur darauf achten, dass wir nicht runterfallen. Und hoffen, dass die... Dass dieses Kuhleck, was hier noch rumgammelt... auch mal bitte sich in die richtige Richtung bewegt, genau. Jawohl, ja. Ey, gehst du wohl? Nein, nicht in die Richtung. Du kommst da eh nicht alleine hoch. Ich muss dich ja immer... kicken, damit du das hinkriegst. Das würde mich mal interessieren. Okay, schade eigentlich. Das scheint nur bei Drachen zu funktionieren. Aber die sind schon ganz intelligent programmiert eigentlich. Denn sie laufen keine Klippen runter. Und auch immer so ein bisschen Richtung Ziel. Nur halt selber rein und so können sie nicht. Ist ganz nett, obwohl ich glaube, dass mich diese Mission auch schon einiges an Nerven gekostet hat früher. Als ich noch klein und etwas dümmer war. So. Weil, also daran habe ich eine Erinnerung. Aber ich glaube, ihr seht ja auch... Nein, ja, wow, Glück gehabt. Ihr seht ja auch, dass ein wenig zeitbeanspruchender als andere Missionen. Das kann natürlich sehr gut daran liegen. So. Ich bin beeindruckt. Du hast alle sieben Kuhlecks für mich gefangen. Hier ist deine gerechte Belohnung. Danke, klein Bupiep. Finde ich einen sehr hübschen Namen. Hätte ich das wohl noch gewusst, dann hätte ich mich, so in YouTube genannt und nicht so wie ich halt heiße. So, ja, jetzt könnten wir das Level verlassen. Wenn ich ehrlich bin, werde ich jetzt einfach mal ganz ja, sag ich mal, dämlich sein und einfach bis zum Ende des Levels laufen. Ich finde es irgendwie schöner, das so zu beenden, als wenn man das Level noch nicht einmal geschafft hat, übers Menü das Level zu verlassen. Das geht auch, es hat überhaupt gar keine Nachteile, aber ich finde es einfach nicht so schön.
Ne? Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Die eine Minute wird euch wahrscheinlich jetzt einen spannenden Moment, wenn es sowas gibt, gekostet haben in dieser Folge. Dann seht ihr ihn in der nächsten.